Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft! Freunde, es ist wieder soweit. Nach 6 Monaten geht die nächste Folge weiter. Wir haben heute eine Mission. Wir besiegen heute den Enderdrachen. Holy shit. Freunde, ich habe die letzten 2 Wochen wieder jeden Abend zum Einschlafen ein Basti-GAG-Video geguckt. Dementsprechend bin ich 1A vorbereitet. Und, oh mein Gott, den nervigsten Part haben wir schon abgeschlossen, Freunde, beim letzten Mal. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Wait, falsche Kiste. Wait, hä? Bro, warte mal. Achso, hier! Ah, what a time to be alive! Holy shit! 13 Enderaugen! Ich kann's nicht fassen, Freunde. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so viel machen. Ich hoffe, hier geht's allen gut. Mala, wie geht's? Perfekt, geiles Gespräch, Digga. Jo, der Leuchtturm sieht immer noch aus wie unfassbare Arschritze. In dem Sinne, auf zum Enderdrachen, Ladies and Gentlemen. Alright, let's go. Wünsch mir Glück, dass es nicht kaputt geht. Geh bitte nicht kaputt. Oh, let's go. Alright. Das heißt, wir müssen in diese Richtung traveln, in Richtung Osten. Ey, warte mal, wie weit sollten wir ungefähr laufen, bis wir die nächste Perle werfen? Weiß nicht, so 800 Blöcke oder so? Jetzt? Oh, apropos. Ich habe keine Ahnung, wo meine scheiß Base war. Oh nein. Ich würde sagen, wir werfen mal hier die nächste, um zu gucken, ob wir noch auf der richtigen Spur sind. Und flop. Ah, da. Okay. Ja, okay, wir müssen noch weiter. Freunde, ich versuche übrigens wirklich, dass das jetzt ein bisschen öfter kommt und wir das Let's Play ungefähr 2x die Woche haben. Also stellt euch ab dieser Folge ein, darauf, dass es 2x die Woche roundabout kommen wird. Oh, watch this chat. Basti, wär stolz. Okay. Schneid das auch aus, Wilbo. Alright, bevor wir hier über den Ocean traveln, würde ich sagen, Chat, werfen wir noch eine. Okay, immer noch in diese Richtung. Bitte geh nicht kaputt. Warte mal. Oh nein. Okay, aber es wird ja sicherlich nicht noch eine kaputt gehen, oder? Welchen Schilde benutzt du? Boah, das sieht echt krass aus gerade. Holy shit. Digga. Junge, Vibes, wirklich. Hashtag Vibes. Ich sag dir ehrlich, ich habe Minecraft Shader eingegeben bei Google und habe den ersten genommen. So viel Mühe habe ich mir gegeben. Digga, Minecraft ist wirklich so ein schönes Spiel, Mann. Wirklich. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt Leute, die feiern Minecraft einfach nicht, Digga. Und wirklich, ich würde so weit gehen, dass das wahrscheinlich die größte Red Flag ist, die ein Mensch haben kann. Nee, eher wenn sie keine iPhone haben, oder? Oh mein Gott, Digga. Nein, Nazi sein ist ein bisschen schlechter. Weiß nicht. Ja, obvious, WTF. Hey, was ist deine größte Red Flag beim Dating, wenn sie Nazi ist? Yo, perfekt. Ah, nee, Digga, laber. Okay, ich würde sagen, wir werfen mal hier die nächste. Alright. Geil wäre, wenn sie jetzt in diese Richtung geht, dann wissen wir sind ungefähr nah dran. Meine Ex-Freundin meinte, Minecraft ist langweilig. Oh mein Gott. Weg war die alte. Okay, wir müssen zurück. Okay, das ist gut. Nevermind. Ich hab's übertrieben spät gecheckt gerade. Aber wir sind quasi in die. Wir sind da. Wir sind schon einmal drüber hinweggefahren. Okay, wir werfen mal hier noch eine. Bitte geh nicht kaputt. Bitte geh nicht kaputt. Oh, okay. Okay, es ist also close. Oh mein Gott, die ist kaputt gegangen. Oh mein Gott, okay, aber wir werden ja höchstwahrscheinlich auch ein Auge schon stecken haben in dem Portal, oder? Ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal runter und gucken mal, was passiert, wa? Ich glaube, wir machen doch mal kurz den Epic Cheat wieder an. Boom! Die Cheats sind aktiviert, wir können alles sehen. Shader sind für NPCs wie Monte und Trimax. Ja, Mann, und das hier ist ein richtiges Männer-Let's Play ohne Shader. Wisst ihr was, wir werfen hier nochmal eine. Okay, in diese Richtung, okay. Warte mal, war das der Sound für, dass sie gedroppt ist, oder war das der Sound dafür, dass sie kaputt gegangen ist? Kaputt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga! Okay. Warte mal, wollten wir uns nicht auf dem Weg nochmal ein paar Brote bei einer Village holen und irgendwie auch betten? Oh mein Gott, ich habe alles vergessen, ich Vollidiot. Wir werden schon irgendwie hinbekommen. Ich habe das Gefühl, ich finde den verfickten Nether nie, Jungs. End meine ich. Oh mein Gott. So, alright, wir sind in der Cave, aua. Oh nein. Okay. Ja, ich glaube, hier ist aber nochmal geil, weil hier können wir nochmal halt die. Ja, oh, Junge. Okay, warte, wir bringen kurz die Jungs um und dann werfen die Perle. Eins. Und. Zwei. Und. Drei. Alright, perfekt. So, jetzt. Oh mein Gott. Alright, dann essen wir unser letztes Brot. Perfekt. Also, da haben wir wirklich auch absolut keine Essensprobleme ab jetzt wahrscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, werfen wir hier. Das Enderauge, Freunde. Let's go. Okay, in diese Richtung. Bitte geh nicht kaputt. Bitte geh nicht kaputt. Okay, let's go. Ist das Spinnenauge? Kann man? Ah, perfekt.
Oh mein Gott. Okay, aber vielleicht haben wir am Ende des Tages mehr HP. Guck mal, wir regenerieren jetzt. Vielleicht war es sogar smart. Wir bewegen uns mal kurz nicht. Und warten kurz, bis wir voll HP sind. Okay, perfekt. Wir haben nicht mehr genug Hungerbalken. Top. Jo, dann warten wir nicht. Über dir ist Wasser für Fische. Ja. Oh, wir können angeln. Wir könnten uns einen kleinen See machen und uns Fische angeln. Oh mein Gott, Junge, das ist richtig verkrampft. Ja, das machen, let's go. Okay, ist hier irgendwo Wasser? Wir brauchen noch ein zweites, dann können wir uns eine kleine Wasserquelle machen. Perfekt, hier ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, ich trinke die mal auf safe. Kein Bock zu sterben hier. Warte, wie machen wir das jetzt? Wir bauen uns hier eine kleine Höhle. Nein, oh. Get wrecked. Boom. Ja, und jetzt angeln wir einfach langweilig. Das heißt, ihr seht vermutlich gleich einen kleinen Zeitraffi. Wir sind ready. Wir haben, denke ich, genügend Essen. Das sollte reichen. Und wir haben gute Laune und festes Schuhwerk. Dementsprechend können wir jetzt zum End gehen. Boah, der fühlt mich wie ein Basti-Video, Digga, mit diesem Switch hier. Alright, let's go, let's go, let's go. Oh, Digga, noch nie hat jemand so lange gebraucht, das End zu finden. Soll ich mich hier einfach mal runterbauen, Chat? Vielleicht klappt's ja. Wir try mal. Du musst hoch, nicht runter. Seid ihr sicher? Ja, Chat hat recht. Oh, aber... Ja, okay, machen wir es. Also, früher war es immer auf ihm eine 30, dachte ich. Hat Basti mal gesagt. Aber vielleicht haben die das tiefer gemacht inzwischen, ich weiß es nicht. Joa, perfekt. Ja, top. Na, hier ist es doch. Ach, Mann, so eine Scheiße. Alright, für die YouTube-Arzten, ich mache nochmal ein paar Berechnungen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir machen keine Berechnungen, wir werfen einfach nochmal ein paar Perlen. Okay, da. Das heißt, da muss das End sein. Warte mal. Oh nein. Oh nein. Okay, warte mal. In diese Richtung zeigt es jetzt. Und vorne hat es in diese Richtung gezeigt. Das heißt, es muss irgendwo hier sein. Meine Berechnungen müssten korrekt sein. Ich glaube, hier ist das End-Chat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir richtig sind. Auf welche Höhe müssen wir nochmal? Oh! Let's go! Okay, jetzt müssen wir reinlacken. Entweder wir haben Enderperlen in dieser Kiste oder in den anderen Kisten. Oder wir haben vielleicht schon ein oder zwei Enderaugen drin. Oder mehr. Wünscht mir Glück, dass hier irgendwo eine Enderperle drin ist. Come on. Ja! Boom! Da ist die erste. Let's go! Okay, nächste Kiste. Okay. Zwei Äpfel und eine Gold-Ingot. Oh! Boah, aber auch nicht schlecht. Okay, nehmen wir. Ist leider nicht das, was wir brauchen, aber ist nicht schlecht. Ich habe mich verlaufen, Chat. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh, okay. Oh! Let's go! Oh mein Gott, wie lucky. Bro! Du bekommst eine 10 Euro Dono, wenn du es schaffst, 2 Minuten kein englisches Wort zu nutzen. Easy, oder? Sollte ich schaffen. Aber ich konzentriere mich eher darauf, dass ich den Enderdrachen besiege. Alright. Zack. Oh, yeah. Verloren? Warum? Ah, ich habe nicht alright gesagt, Chat. Das ist nicht passiert. Shut up. Okay, was können wir noch vorbereiten, bevor wir da reingehen, Freunde? Ich habe ein paar Pfeile, nicht viele, 15, aber das muss reichen. Ach so, warte mal. Junge, wir brauchen ja Pfeile, um diese komischen Tower wegzuschießen. Oh mein Gott, das ist das Losteste, was ich je gemacht habe. Oh, ein Bett als Spawnpoint. Ja, wir haben auch kein Bett. Wir müssen es einfach First Try schaffen, ansonsten mit hochbauen. Ich meine, wir haben ein gutes Equip. Wir brauchen diese ganzen Sachen nicht. Pfeile brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine Betten. Wir gehen jetzt da einfach rein, Freunde. Und werden den Enderdrachen besiegen. Mit 11 Fischen. Let's go. Okay, ich muss jetzt einfach nur ziemlich zielsicher sein, dann haben wir es. Boom. 1. 2. 3. 3. Junge. 3. Okay. 4. Digga. 4. Alright. 5. Let's go. 6, Digga, let's go. Bitte triff. Nice, let's go.
Oh mein Gott, let's go! Ich hab ehrlich gutes Aim gerade. Komm schon, bitte. Ja! Haben wir alle? Digga, ich glaube, ich habe alle geklärt. Wir gucken nochmal. Haben wir irgendwas vergessen? Okay, vielleicht da drüben nochmal. Und da nochmal. Okay, da ist noch einer. Okay, einen haben wir noch vergessen. Den da. Und jetzt, genau jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Perfekt. Okay, ich glaube, der smarteste Play ist, sich hier hinten hochzubauen. Okay, jetzt kommt der Part, wo ich vielleicht blowe. Wünsch mir Glück. Okay, halb so wild, halb so wild, halb so wild, halb so wild. Ich war prepared, ich war prepared. Au, 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 au. Oh nein. Oh nein. Oh nein! Oh mein fucking Gott! Digga, da war ein Block mit keinem Wasser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Freunde, in dem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hey, Topo.